So, Leute, ich bin mal wieder noch ein bisschen müde, aber das ist egal, denn wir gucken Shorts. Wie sieht denn hier mit PCs aus, ne? Herr Fisch, probieren Sie doch mal Alt F4. Alt F4, sagst du? Alt F4. Wie hat sich das jetzt irgendwie... Junge, das hätten wir uns damals niemals getraut. Obwohl das bei unserem Lehrer sicherlich auch geklappt hätte, weil der hat hauptsächlich immer Mac benutzt. Ne? Was für ein Fisch, er macht das auch noch wirklich. Sehr witzig, ne? Beim nächsten Vorfall kann die Person dann auch beim Direktor vorbeischauen, ne? Hey, Junge, zieh dir das mal rein, ich hab den Lehrer gemalt. Lass mal sehen. Ich höre Lehrer. Würde dich mal sehen? Gut gespielt. Herein? Herr Fisch meinte, ich soll mal bei Ihnen vorbeischauen. Na gut, dann hast du jetzt bestimmt Zeit für ein paar Runden Schach mit mir. Besser als Unterricht. Ah. Schachmatt. Das gibt einen Schulverweis, ne? Oh Mann, ey. Ich bin diese Nacht gefühlt 7-mal aufgewacht. Irgendwann um 12. Irgendwie so jede Stunde. Oh. Hallo. Hallo. Ich wünsche euch ein frohes Osterfest. Hey, Ostern ist doch schon vorbei, Alter. Und dass ihr euch heute viele bunte Eier in eure Hose stecken könnt. Hilfe? Ja, Schule, da macht sie diese. Wenn dein Handy klingelt. Und dann diese und dann wendet sich hier den Pythagoras. Oh mein Gott, er hat einfach noch sein Handy an. So ein Loser. Mehmet, du störst schon wieder den Unterricht. Jemand ruft dich an. Wahrscheinlich ist es deine eigene Mami. Oh mein Gott. Sparen Sie sich doch Ihre Witze. Für mich sind Sie nur Futter. Eine Person hat meine Nummer. Das ist deine Mutter. Hahaha, wusste ich doch. Das ist doch Ihre Mutter. Sie ruft mich an. Ich hab keinen Bock auf sie, sie ist dran schuld, dass sie geboren sind. Das werd ich ihr nie verzeihen. Stören sie mich nie wieder beim Telefonieren. Ansonsten kommt der zweite Diss-Track. Ich mein's ernst, Walla Bilahi. Also, Lied gut? Der Beat, Junge. Das klang bei mir gerade wie ein Schwein, Alter. Letztens an der Bushaltestelle. Ich habe eine Fahrkarte und steige in den Bus ein. Ja. Und ganz plötzlich. Einmal die Fahrkarten, bitte. Oh, da bin ich jedes Mal so nervös, Junge. Wieso kriegt man trotzdem Panik, obwohl man eine Fahrkarte... Ja, weil man Angst hat, dass man den irgendwie, dass der runtergefallen ist oder dass man den nicht schnell genug findet. Und die denken, oh, du bist bestimmt schwarz gefahren. Fahrkarte hat. Ist es nur bei mir so oder ist es auch bei euch? Und danach war ich bei Rossmann, aber habe nichts gekauft. Und kennt ihr das, wenn man den Laden verlässt, dass man sich trotzdem wie ein Dieb vorkommt, obwohl man nichts geklaut hat? Ich schwöre, ich habe nichts geklaut. Günstiges Öl ist einfach ausverkauft. Es ist leer. Und wenn es noch was gibt, dann kostet es einfach 6 Euro pro ein Liter. Nö, bei uns ist noch da. Flasche. Ich habe trotzdem 2 Flaschen geholt, weil ich es kann. Läuft bei ihm. Ah! So, das war der letzte. Warum geht die Musik nicht aus? Oh, da ist noch ein roter Punkt auf der Karte. Ich habe einen vergessen. Das erinnert mich irgendwie immer, wenn GLP und ich die Pillager verkloppen wollen. Und dann irgendwo war noch so ein blöder Pillager. Ist da jemand hinter der Wand? Nein. Aha. Wie komme ich zu dir? Gar nicht, ich bin in die Wand reingeglitscht. Ach, komm raus, du Feigling, und kämpf gegen mich. Du hast das ganze Lager abgeschlachtet, ich komme ganz bestimmt nicht raus. Ja, will ich auch nicht rauskommen. Spiel geht aber nicht weiter, wenn du dich da versteckst. Ja, das hättest du dir vorher überlegen sollen. Oh. Ich lade einfach den Spielstand neu. Du hast gespeichert, da war ich schon hier drin. Ja, dann lade ich halt eben den letzten Kontrollpunkt. Ja, da musst du aber den ganzen Berg wieder hier raus. Oh, jetzt komm raus! Nein! Komm da raus! Nein! Na gut, wenn du da rauskommst, dann sag ich dem Questgeber, dass du tot bist und du kannst einfach abhauen. Echt? Ja! Na gut. Er lügt. Gut, tja. Leider gibt es in diesem Spiel keine Dialogoptionen. Auf TikTok sieht man immer wieder Leute mit Kupfer am Flexen. Kann man wirklich mit Kupfer reich werden? Das werde ich jetzt testen. Ich habe jetzt eine Woche lang versucht, auch mal Kupfer zu sammeln aus irgendwelchen Kabeln. Das war irgendwie sehr viel Arbeit, aber es hat sich am Ende gelohnt. Das ist doch nicht viel wert. Ich meine, allein wie viel Arbeit da drauf gegangen ist, oder? Aber um ehrlich zu sein, ist das sehr wenig gewesen. So viel habe ich jetzt am Ende sammeln können, auf die Waage gestellt und es sind 3 Kilogramm. Pro Kilo bekommt man 8,19 Euro und das habe ich am Ende verdient. Also Fazit, lohnt es sich, Kupfer zu sammeln? Nee, es sei denn, ich weiß, es gibt so Banden, die ziehen so durch die keine Ahnung was und ziehen da wirklich die dicken Kupferkabel aus den Wänden. Ja oder nein, ich finde irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, weil für den Aufwand lohnt es sich irgendwie nicht. Und reich wird man davon eh nicht. Ja, wie gesagt, es sei denn, du ziehst da wirklich die dicken Dinger. Das Telefon wird unsere Welt revolutionieren. Hallo?
Ja, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Bell? Ja, hier ist Bell, aber ich habe gerade eine Präsentation am Laufen. Ja, ganz kurz, Herr Ball. Mir ist aufgefallen, Sie zahlen aktuell ziemlich viel für Ihren Telefontarif. Was? Boah, ey, diese Anrufe kotzen mich jedes Mal so an. Ich habe schon gefühlt tausendmal gesagt, nee, Mann, nehmt mich von dieser Liste. Erfinder, ich sollte Geld bekommen. Und Sie bekommen was für eine 99. Die sind doch gar nicht mehr erlaubt. 99 telefonieren Sie kostenfrei in der gesamten Telefonschnur. Also dafür, dass ich im Moment mit maximal einer anderen Person sprechen kann, hört sich das wirklich übertrieben teuer an. Ausland kostet natürlich extra oder außerhalb des Hauses. Warum hat er plötzlich eine Spinne am Ohr? Junge, da fällt mir ein, ich hatte diese Nacht so einen Albtraum mit so einer Spinne. Junge, die war irgendwie so, oh, Alter. Deswegen habe ich bestimmt so schlecht geschlafen. Hauses. Ja, tut mir leid, aber ich brauche das alles wirklich nicht. Ah, na schön, ich mache jetzt was. Jetzt hat er wieder was anderes. Ach, ja? Das ist eigentlich verboten. Wirklich? Sogar in internationalen Gewässern. Oh. Wenn mein Chef das erfährt, fliege ich raus. Oh, nein. Das ist mein Ende. Oh mein Gott, tun Sie es nicht. Also, alles, was ich gerade gesagt habe, plus dieser Stein für nur... 89,99. Das ist ja noch teurer. Tja, Sie haben schon zugestimmt. Ja, ich bin Bell. Ich kaufe alles. Verdammt. Ey, spiel mal zu mir den Ball rüber. Oh nein! Oha. Ey, geh mal den Ball holen. Ja, okay, ich hab ja auch den Ball rübergeschossen. Keine Bälle auf meinem Rasen. Wirf schnell den Ball rüber, schnell! Hier geblieben. Helf mir! Ja, aber das Ding ist, der Rest verpisst sich. Alle laufen. Ja, so war's. Das Gesetz der Straße. Mirel, wer hat den hässlichsten Namen aus der Familie? Nilo. Oh, okay. Nilo, wer hat den hässlichsten Namen aus der Familie? Niemand. Joshua, wer hat den hässlichsten Namen aus der Familie? Feline. Henry, wer hat den hässlichsten Namen aus der Familie? Feline. Feline, wer hat den hässlichsten Namen aus der Familie? Joshua. Das ist ein richtiger Krieg, der hier entsteht. Ja, schon Kevin, oder? Ja, Kevin ist schon wack. Der war auch noch nie vor der Kamera, oder? Also, ich finde eigentlich alle Namen schön, außer Kevin. Sollen wir euch Kevin mal zeigen? Dann machen wir das, wenn ihr das Video 3000 Mal teilt. Ich sag, auch der Name Kevin ist schön. Ich weiß, der ist aktuell, hat der so, ja, wie sagt man, so ein Vorurteil an alle Kevins da draußen. Ich mag euch trotzdem, weil ich finde das irgendwie so, ich kann das verstehen, eine Zeit lang war es so ein toller Running Gag, aber irgendwie ist es doch fies. Man kann ja nichts dafür, wie die eigenen Eltern einen nennen. Wisst ihr, was ich meine? Alles klar, einfach klingeln, ja? Boah, heute wird so geil, Alter. Roman, mach dich doch mal ready. Wir fahren in 10 Minuten los. Ich mache heute einen Spieleabend mit meiner Freundin. Seitdem mein Bruder eine Freundin hat, ist er einfach nicht mehr derselbe. Das ist einfach nicht wahr. Ja, es ist auch einfach so. Das ist nicht nur bei Brüdern so. Wenn ein Kollege im Freundeskreis eine Freundin hatte, dann war er weg. Dann war er erstmal eine Zeit lang weg und hat er, ja, ich mache Spieleabend mit Freunden von meiner Freundin und ja, wir gehen noch in so eine Cocktailbar, aber nur so, um wie viel Uhr denn? Vielleicht kommen wir vorbei. Ja, wir sind da schon um 16 Uhr. Findest du das, wenn wir zum Beispiel Musik machen, dass ich da auf einmal anders bin oder was? Lass mal einen Song über einen Heartbreak schreiben, okay? Fühle ich nicht, sorry. Dann lass mal einen Song über eine wilde Partynacht schreiben. Ist geil. Das fühle ich jetzt auch nicht so, aber wie wär's mit einem Love-Song? Du bist einfach nur neidisch. Ja. Wenn man seinen Lehrer in den Ferien trifft. Scheiße, Mann, da ist Herr Keck. Hoffentlich sieht er mich nicht. Oh mein Gott, nein. Ach, hallo Levin. Schön, dich zu sehen. Hallo. Und hallo Frau Ray. Wie war denn Ihre Geschäftsreise? Welche Geschäftsreise? Sie waren doch 3 Monate auf Bali, weswegen Sie die ganzen Fehlstunden nicht entschuldigen konnten. Ja, die war gut. Levin, so ruhig kenne ich dich ja gar nicht. So könntest du... Aber immerhin, korrekte Mutter, weil sie deckt ihn. Sie hätte jetzt ihn auch richtig, weil das gibt, glaube ich, Probleme. Mal in meinem Unterricht sein, da müsste ich dir nicht immer Strafarbeiten geben. Was? Aber wenigstens schreibt der Levin ja nur 1. Ne? Der war gut. Der Levin ist Klassenschlechtester und schreibt nur 6, ne? Okay, jetzt reicht's. Warte, Mama, ich kann das erklären. Bleib sofort stehen. Klassenschlechtester? Uff. Das ist eine Ansage, ne? Okay, dann tschüss. Und schönen Feierabend. Ja, dir auch. Und schönes Wochenende. Ja, und dir eine schöne Restwoche. Und grüß deine Frau. Ja, und grüß du auch deine Frau. Und dein Kind. Ja, und du grüßt deine ganze Familie, deine Oma, deine Katze, alle. Ja, mach du das auch. Und ich wünsche euch ganz viel Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr. Ja, genauso. Aber fürs ganze Jahrzehnt. Fürs ganze Jahrhundert. Fürs Jahrtausend. Auf das dies erst der Anfang ist einer edlen Blutlinie, deren Name die Geschichte der Menschheit prägen wird. Ja, und das waren über eure Helden. Bis in die letzten Ecken der Galaxien singen. Im ganzen Universum! Oh, und grüß deine Mutter. Meine Mutter ist tot. Oh, Das ist ein bisschen eskaliert. Schatz, was hast du denn da? Schatz, ich will mal richtig Party hier im Auto. Nicht mit so einem ollen Autoradio. Die bummst richtig. Alles klar, Schatz, dann bist du der DJ für die Fahrt, ne? DJ? Halt mal bitte. Was macht sie denn jetzt?
So, was macht sie denn jetzt? Was wird das denn jetzt? I'm ready. DJ Nizzle ist am Stizzle. Du schon mal ein paar Tracks raus, ne? Kommst du bitte rein? Wird es nur einmal im Jahr, ne? Dann schmeiß mal hier die Ponys an. Let's fetz. Hey Mama, weißt du noch, als du mir gesagt hast, dass ich in der Schule alles lerne, was ich im Leben jemals brauchen werde? Ja. Ja gut, ich habe nie gelernt, wie man Steuern zahlt, was Steuern überhaupt sind, wie man mit Geld umgeht, generell nichts über Finanzen und Banken. Sein eigenes Essen anbaut, sich selber lebt, sein erstes eigenes Haus kauft oder mietet. Wie man da Fitness überlebt oder wie man sich in gefährlichen Situationen verhalten sollte. Aber ich bin froh, dass ich den Satz des Pythagoras gelernt habe. Das ist, glaube ich, ein interessantes Thema und ich weiß auch nicht, inwiefern das irgendwann mal geändert wird, aber ich würde das auch begrüßen, wenn solche Sachen in der Schule gelehrt werden. Oder sieht das jemand anders? Ist das nicht die Aufgabe der Schule? Sagt ihr, das ist die Aufgabe der Eltern, dass einem beigebracht wird, da, wie man in der Wildnis überlebt oder wie man Steuern zahlt und so weiter? Also ich finde, es ist schon ein guter Punkt. Und ich weiß nicht, warum das in der Schule nicht gelehrt wird. Weil, Junge, ich hatte so viel nutzlos. Kannst du diesen Einspruch? Schmerz ist vergänglich. Was bleibt, ist das Holz. Genau darum geht's heute. Ist das ein Würfel? Oh. Schmerz ist vergänglich. Oh. Was bleibt, ist das Holz. Weil der ist aus Metall. Weil es stärker als Metall. Boah, ich kann nicht einschätzen, weil der ist viel massiver. Soll ich dir sagen, wie der ist? Das ist sehr hart. Junge, das zerfetzt doch deinen Fuß, Alter, wenn du da volle Kanne gegenschießt. Der betet. Ja, hol das mal die Kreuzkette raus. So ready? Schmerz ist vergänglich. So ready? Ja. Zieh mal durch, zieh mal durch. Aber was bleibt, ist das Holz! Was hast du gemacht, Junge? Heilige Scheiße. Oh, Digga. Da ist sein Fuß gebrochen. Allein an meinem. Ja, vor allen Dingen im Tor hätte ich gar keinen Bock. Der Hand tat es so weh, du glaubst es nicht. Oh, es gibt einen schönen blauen Fleck. Ja, Schmerz ist vergänglich. Aber was bleibt, ist das Holz. Ciao. Meine Eltern sind weg. Viele wissen, ich hasse mein Zimmer. Meine Eltern wollten mir nie deren Zimmer geben. Und weil sie eine Zeit lang nicht da sind. Ach du heilige Scheiße. Meine Eltern wissen nicht. Ey, das ist voll groß. Alter. Falls ihr denkt, das war alles. Das Zimmer. Schön. Willst du denken, dass ich einfach nur das Zimmer nehme? Nö. Ja. Die Möbel kommen weg. Ich reiß hier alles raus. Tapet, Betten, Tisch. Wenn ich sage, ich nehme das Zimmer auseinander, dann meine ich das auch so. Oh, was ist als erstes? Ich hab heute das Bett. Dann lassen Sie Spiele beginnen. So, jetzt gehen wir ans Angemachte. Schutzbrille. Oh mein Gott. Fuck. Ist eh kaputt, Digga. Was hab ich getan? Das ist doch nicht das Zimmer seiner Eltern, das kann er auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Junge, der wird gekreuzigt, wenn er... Ach du heilige Scheiße. Egal, ich muss das retten. Ja. Scheiß drauf. Ja. So, jetzt das... Er schenkt ihnen bestimmt ein neues Bett oder was auch immer. Das ist anstrengend. Ich kann nicht mehr... Hä? Alter, wie sieht das hier aus? Ach du Scheiße. Oh... Ich bin auf so vielen Ebenen verwirrt. Ihr auch? Allen ein schönes Wochenende, euch. Ja, danke. Allen außer Schüler, die auf den Mattenwagen gehen. Schüler, die den Volleyball als Fußball verwenden. Junge, Mattenwagen war immer so cool. Wenn man sich draufgeschmissen hat und die anderen geben so richtig Gas. Schüler, die einen Basketball als Fußball verwenden. Schüler, die nur Fußball oder Völkerball spielen möchten. Schüler, die sich vor dem Sportunterricht nicht aufwärmen möchten. Und zu guter Letzt Schüler, die so tun, als wenn sie krank oder verletzt wären, um am Sportunterricht nicht teilzunehmen. Und allen anderen Nicht-Simulanten, euch wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Danke, dir auch. Warum habe ich ihn eigentlich immer noch nicht abonniert? Rein da. Ich wollte so neulich meinen Hund gießen, damit Zelda endlich mal wächst. Guck so in mein Beet und denk, oje, den Kettos muss ich trinken. Oh, so sah meine Katze auch aus, Ruby. Ich hatte ja zwei. Es gab einmal Leonie, die hatte so relativ langes Fell und dann gab's Ruby. Mal düngen, der ist ja schon ganz schwarz. Na gut, lassen wir die Kratzlaschnikow mal in Ruhe rumbeten. Da will den Zelda nun Kaffee machen, denn das ist morgens super praktisch. Anstatt ich morgens mit ja, dir Kaffee ich hab auch gehe, Kaffee. Kannst du mir erstmal schön Käffchen ans Bett bringen. Wofür hat man schließlich einen Hund? Aber Moment mal, was ist das? Die Tischdecke ist doch neu. Sie haart total doll. Hat da jemand Tipps? Zelda? Das ist ja, wie viele Katzen hat er denn? Weil das war doch nicht die gleiche von eben. Der turbolange Beine für so einen kleinen Wuffy Dog. Aber das ist auch wichtig, denn sie ist als Model Giselle Hündchen bekannt. Außerdem tobt es sich mit langen Beinen sowieso besser. Und zwar so lang, bis einer pennt. Die Chance nutzt Mario, denn er hat nun seine eigene Pizza. Ja, und schau Junge, dir mal die Pizza an, wollte ich eigentlich auch immer mal essen, hab's aber nie geschafft. Große Bruder mit der kleinen Schwester hier pennt. Way too cute. Übrigens, ich mache jetzt hier auch so eigene Stickdesigns. Wer hat Ideen für weitere Motive? Und folg uns jetzt für mehr Vlogs. Okay. Hey Kleiner, folgst du mir schon? Nee, wieso sollte ich? Meine Follower kriegen auch Süßigkeiten. Oh? Süßigkeiten? Dann folg... Ja, gut, dass ich reingefolgt hab. Ich dir zur Sicherheit. Aber warte mal, was denn für Süßigkeiten? Nur das Beste vom Besten, versteht sich. Jetzt komm.
Erfrischungsstäbchen. Ey, die habe ich noch nie. Junge, ist da einfach Wasser drin? Oder was ist da drin, Mann? Hast du nicht irgendwas Besseres für deine Follower? Jetzt, ey, ich wette mit euch, jetzt kommen diese Orangen Softcake. Natürlich. Zum Beispiel Gilet-Bananen. Ich folge dir, sobald du andere Süßigkeiten hast. Hey, warte mal, ich hätte noch Lakritz. Ey, was ist denn immer mit Lakritz? Ich mag Lakritz. After Eight ist echt widerlich. Pfefferminzschokolade. Hey Großer, folgst du mir schon? Na klar, zur Pfefferminzschokolade würde ich nicht nein sagen. Endlich mal jemand mit gutem Geschmack. Meine Oma hat auch After Eight, hat die gefeiert. So Leute, ich gehe mir jetzt ein bisschen Lakritz reinpfeifen, denn das war's für heute. Lasst super gerne ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal.